schön. Ja, die Farbe steht ja auch wunderbar. Ich meine, du bist sowieso ein Bodyfan. Ich bin ein riesen Bodyfan. Ganz ehrlich, sie sieht super, super schön aus in diesem Push-Up-Body mit Runterhalsausschnitt, also erhöhter Runterhalsausschnitt und eingestrickten Orchideen. Ja, wir beginnen mal hier oben im Trägerbereich. Also. Sind die ganz, ganz niedlich eingearbeitet. Schauen Sie, meine Damen. Und hier, dort, wo diese Orchidee eingearbeitet ist, da ist es einfädig gearbeitet. Und jetzt sehen Sie mal, und der Rest ist doppelfädig, aber alles mit dem gleichen Garn. Was das für ein Glanzgarn ist, was Sie für ein wunderschönes, glänzendes, softiges, atmungsaktives Material auf der Haut haben, das ist der Hammer. Und natürlich mehrfach im Körperbereich hier auch noch die eingestrickten Orchideen, im Hüftbereich eine, hier vorne hier eine, hintenrum eine. Und das ist ein absoluter Hingucker. Egal, wo Sie sich umziehen, im Sportbereich, beim Arzt zum Beispiel, würde niemand hier vermuten, dass es sich um meine Mieder-Funktionswäsche handelt. Und schauen Sie, Astrid ist natürlich auch so eine Kandidatin mit ordentlich Holz vor der Hüfte. Als ich sie kennenlernte, hatte sie ein E-Körbchen, jetzt hat auch sie ein F-Körbchen. Das mussten wir feststellen. Ich hatte aber D. Wurscht. Ich hatte D, als D? Wir uns kennengelernt haben. Meine Güte, ja. So lange kennen wir uns schon? Oder sind die so schnell gewachsen? Beides. Aber ganz egal, weil sie passt immer noch in ihre Größe L rein, die sie seit Jahren trägt. Und das machen Sie mal mit Ihren, versuchen Sie mit einem jetzigen F-Körbchen in einen DBH zu gehen. Gar nicht. Das passt überhaupt nicht. Das mache ich, wenn ich was zu lachen und so habe. Darf ich Ihnen noch mal meinen Body zeigen? Ja. Also nicht mein Body, der nicht so gut ist unten drunter, sondern der Body hier. Gefällt er Ihnen? Ja, ja, also ich würde den bestellen. Ja. Ich würde den auch bestellen. Die Farbe ist ganz toll. Ja. Ja, ich glaube, ich bestelle mir den gleich ab. Oh, und der ist wirklich schön. Auch meine Damen, ich freue mich sehr, wenn Sie morgen Abend um 22 Uhr einschalten. Walter Blum und meine Wenigkeit begrüßen die neuen Kandidaten von Abnehmen mit HSC24. Aber dieses Thema Abnehmen ist eine Sache. Was macht man aber, wenn man abgenommen hat zum Beispiel und in der Taille, man hat zwar weniger auf der Waage, aber in der Taille ist so ein bisschen Katastrophenbaustelle, weil die Elastizität der Haut, nee, wirklich, wirklich, ich weiß, wovon ich rede, ja? Die Haut verliert ihre Elastizität und dann passiert Folgendes. Man verliert das, was einem weiblich macht, ja? Die Taille. Und jetzt darf ich Ihnen hier zeigen, meine Damen, anhand von diesem Push-Up-Top, das wir jetzt im Angebot haben, dass ein F-Körbchen, ein schweres F-Körbchen ohne Polster, ohne Bügel, ohne BH und gar nichts hält. Und, meine Damen, dass auch hier, schauen Sie, diese Zone meine Taille wieder zum Vorschein bringt. Auf jeden Fall tut sie das und das sieht sensationell aus, wenn ich Thank dir das mal you. Sagen darf. Wie machen die Models das beim Harald? So, ne? Ich versuch's gar nicht. Du, da fühlt man sich einfach viel besser als Frau. Da hat man nicht das Gefühl, oh, ich setz mich... Meine Güte, die hat ja wirklich ein F-Körbchen. Da wird man schon ein bisschen schon von erschlagen von dem Anblick. Aber schauen Sie, oh, wie die toll dieses so F-Körbchen hier einfach gehalten wird, gestützt wird. Diese Push-Up-Zone, das ist der Wahnsinn. Hier brauchen wir keine Bügel. So, bei Astrid würde jetzt hier der Bügel reinstechen, meine Damen. Ouch. So, ouch, ja, sorry. Nee, nee, ich meine, es ja, wäre aber das ouch. Ist wirklich hier beginnt doch unsere Büste. So, und hier kann sie sich auch natürlich bis in den Achselbereich entfalten. Ein eingestricktes Blumenmuster. Sieht wahnsinnig schick aus, edel aus, wunderschöne Raffung. Und schauen Sie sich das an. Hier, diese schlanke Taille und dann bis runter zu diesem afrikanischen Knackpo. Das ist ein Anblick. Hammer. Aber nicht schlecht.